Herzlich willkommen zur EH19 in Wien. Das ist die Börse Koda. Das ist der Fredel. Und wir wollten euch jetzt einfach mal so ein paar wichtige Informationen geben, was wir mit euch vorhaben die nächsten 4 Tage. Vielleicht noch, wo ihr was findet. Das wäre, glaube ich, auch hilfreich in diesem Gebäude. Ja. Mit was fangen wir an? Ja, genau. Was sagen die Folien? Das NAV wird es geben. Aktuell meines Wissens nach noch hinter einem Out versteckt. Das ist noch in Arbeit. Aber ihr werdet ein NAV haben. Die wichtigste Information ist mal, ihr habt den EI7 gefunden. Das ist der große Vortragssaal. Es gibt dann quasi gegenüber noch den EI8, also da drüben. Das ist unser erweitertes Hackcenter, falls es auch mal in der Aula zu voll wird oder zu laut. Ja, außerdem, das Post Office wird auch dort sitzen. Genau, das Post Office. Und wenn ihr vorm Ausgang wieder nach links geht, geht es nochmal einen Gang entlang. Dort sind die Hörsäle 9 und 10. Der eine ist der kleine Vortragsraum und der andere ist für die Self-Organized Sessions vorgesehen. Haben wir da den Link vorbereitet? Da gibt es einen Link. Ich glaube, es ist eh19.eastech.eu/SOS. Raume. Also SOS für die Self-Organized Sessions. Ja, genau. Da könnt ihr euch eintragen, da könnt ihr Vorträge halten. Genau. Und eine komplette Liste von Räumen findet ihr auf eh19.eastech.eu/Raume. Die haben wir gerade frisch angelegt, weil das NAV eben noch nicht tut. Damit ihr zumindest so einen groben Überblick kriegt, was... Aber es wird noch. Es wird. Ja, definitiv. Ja, unter eh19.eastech.eu findet ihr auch unser Wiki, da könnt ihr auch selbst einen Benutzer anlegen und wichtige Dinge eintragen, die ihr selbst drücken. Merch. Merch. Wollen wir in dem Zusammenhang was sagen? Es gibt Merchandise, ja. Obviously. Es wird allerdings keinen Verkauf mehr auf der EastEgg dafür geben. Also alles, was jetzt gekauft ist, ist gekauft. Mehr wird es leider nicht mehr geben, muss ich gleich dazu sagen. Genau, wir haben auf Vorbestellung produzieren lassen. Danke an die Columbia für das grandiose Design von überhaupt und sowieso und allem. Die sitzt ja, da hinten. Ist wunderbar geworden, danke. Dann. Wenn ihr irgendwelche Räume nicht findet, der Infodesk kann euch sicher weiterhelfen. Ihr findet dann du habt ja hoffentlich alle schon eure Bändchen abgeholt. Und der Heaven kann euch auch weiterhelfen, wenn ihr irgendeinen Raum sucht und Engel wollt zum Beispiel. Wir suchen noch Engel. Wichtigste Information. Wo? Näher dran. Naja, okay. Wir haben da ein bisschen... eine Abfrage gemacht. eine Auswahl an wichtigen Points of Interest hat. Ich gehe die ganze Zeit zu weit weg. An wichtigen Points of Interest hat auf jeden Fall der Infodesk rumliegen. Essen gibt es hier in der Nähe jede Menge. Ihr werdet hungrig sein. Ihr werdet nicht hungrig bleiben. Ich bin mir sicher, der Techniker ist informiert. Also. Bitte nicht. Ja, ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Dürfen wir das? Ja. Dann, genau, der Infodesk hat eben Informationen zu Essen. Die nächstgelegenen Banken, weil uns in Österreich ist wurscht, wo wir abheben Bargeld, aber ich habe gehört, in Deutschland ist es nicht so egal. Also haben wir uns mal angeschaut, was für Banken so in der Nähe sind. Außerdem gibt es auch eine Liste an Öffi- bzw. ÖPNV-Haltestellen in der Nähe. Ich glaube, wir sollten dazu sagen, die U-Bahn fährt ab heute 24 Stunden, also könnt genau. Da bleiben. In der Nacht vor Samstag, Sonntag, Feiertagen fährt die U-Bahn einfach mal durch. Das haben wir nicht extra ausmachen müssen, das ist in Wien so. Genau, so ein bisschen was zu, wie wir, also ein paar Bitten an euch, so das typische, wie man in Wien so schön sagt, Satz nicht deppert.
Es gibt so ein bisschen Mülltrennung, also von der Uni zur Verfügung gestellt sind schon Müllbehältnisse, in denen man trennen kann. Das, wo geht, halt bitte einhalten. Es gibt im Heaven schon ein Lost and Found. Wer Dinge findet oder verloren hat, bitte in den Heaven. Sind auch schon Dinge? Da sind schon, es werden schon Dinge gesucht. Ich weiß nicht, ob schon Dinge gefunden worden sind. Dazu gibt es aktuell keine Statistik. Dann, also insgesamt seid bitte lieb zu diesem Gebäude. Ich studiere auf der TU und ich würde mein Studium gern abschließen. Mir ist es egal. Ihm kann es wurscht sein, mein Name steht auf den Dokumenten. Sag dich ja, mir ist egal. Entsprechend, bitte nichts bestickern oder anbohren oder halt, das, ihr kennt es aus den letzten Jahren, seid bitte lieb zum Gebäude. Ich glaube, das Wichtigste ist zu sagen, wir haben schon auf der Dachterrasse, von der wir zwei haben, Flaschen am Geländer gefunden, da geht es tief runter, ist im 6. Stock, bitte lasst das. Wir haben eine Versicherung, wir wollen sie nicht benutzen. Ja. Genau, und mit dem Geschirr bitte nach Möglichkeit, also bitte oben im 6. Stock in der Lounge bleiben, also gerade das Frühstücksgeschirr. Ja. Weil sonst müssen wir das dann auch im ganzen Gebäude wieder einsammeln und ihr habt es vielleicht gesehen, dass es ein bisschen weitläufig ist. Junkgläser könnt ihr mitnehmen, davon haben wir genug, aber bringt die bitte euch zurück. Dann sparen wir uns Engel, die das einsammeln müssen. Ihr spart uns viel Arbeit dabei. Und das Uni-Gebäude ist am Sonntag und Montag sowie auch heute am Sonntag und Montag allgemein und heute ab 23 Uhr an und für sich geschlossen. Da ist nur eine Tür offen. Das heißt, probiert es nicht lang rum, sondern kommt einfach gleich richtig bei der richtigen Tür rein. Ihr werdet die Tür hoffentlich am Bändchen Engel erkennen. Genau. Ja. Das war's eigentlich. Ja. Oder? Gibt's Fragen aus dem Publikum, aus dem Internet? Hat wer Fragen? Anregungen? Ja. Ja, das Citrinaf wird noch allgemein freigeschalten werden. Noch ist eine Authentifizierung davor geschalten. Bei Zeiten, wenn das NOC übrigens, das sollten wir auch dazu sagen, das NOC wird in circa einer Stunde auch hier ein Netzwerk aufgebaut haben. Und wenn das mal soweit ist, kümmern wir uns auch ums Citrinaf. Dann wird auch circa, glaube ich, POC Live sein, also das fließt alles da rein. Ah, und was ich noch dazu sagen möchte, ist, wir haben zwar keinen Freitag, aber wir dürfen tanzen. Ohne Andacht. Ich spreche André Sex dabei an. Frage war, U-Bahn fährt durch, Straßenbahn? Fragezeichen, Straßenbahn nicht. Es gibt ein Nachtbusnetz, das Tagbus- und Straßenbahnnetz ersetzt. Pläne dafür findet man auf der Website der Wiener Linien und das werden wir auch noch verlinken auf unserer Website, beziehungsweise die sind dann auch an die Haltestellen ausgeschrieben. Die U-Bahnen. Ich glaube, alle Viertelstunden. Nachtbus weiß ich nicht, das ist, glaube ich, unterschiedlich. Alle halben Stunden höre ich gerade was auf. Ja. Quando, genau. Es gibt natürlich auch, die Wiener Linien sind absolut up to date. Es gibt diverse Apps für Routing und so weiter. Es gibt Quando und es gibt Wien Mobil und Öffi. Genau, Öffi ist so die bevorzugte Variante, würde ich sagen. Es wird doch Google Maps geben. Er hat das Gebot gesagt. Ja. Ansonsten, danke schön, dass ihr da wart und wir hoffen, ihr habt eine geile Easter Hack. Viel Spaß.